Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder zurück hier bei mir, Andi, auf Gamodrome zu dem neuen Cyberpunk-Titel Glitchpunk. Ja, wir machen weiter. In der letzten Folge mussten wir uns ja einen Minigun klauen. Die habe ich natürlich auch noch im Besitz, ja, das fette Ding hier. So, und dann werden wir uns mal weitermachen. Wir haben bei der einen Gang, bei den Reapern schon etwas, ja, ich würde mal jetzt auf gut Deutsch sagen, verkackt. Ja, das ist halt so. So, hier haben wir schon mal wenigstens ein Fahrzeug. Ist jetzt nicht das Beste, aber Teig von einfach mal eingelagert. So, und wir holen uns mal einen Auftrag. Eigentlich wollte ich vor dem blauen Auftrag. Okay, wir haben jetzt aber nur einen aktiven. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, wieder hier oben diese. Ganz kenne ich die Namen der Gangs noch nicht. Die Plugs gibt's, die sind die hier unten, glaube ich. Das sind die Reapers und das weiß ich gar nicht. Genau, so warum wird mir das von den Plugs nicht angezeigt? Das ist jetzt die Frage. Oh, von den Reapern kann ich keinen Auftrag annehmen. Schaut euch das an, das zeige ich richtig Kohle. Oh, war das Telefon der Plugs? Das kriegen wir aber raus, wenn wir auf die Map schauen. Ich möchte meinen, die Reaper waren hier hinten. Ich fahre mal zu dem hier, das müsst ihr hier sehen. Wird mir einfach bloß gerade auf der Map nicht angezeigt, warum auch immer, also mit einem Pfeil, mit einem Richtungspfeil quasi zur Orientierung. Ist aber ja hier angewiesen, dass wir hier von den Plugs noch einen Auftrag annehmen können. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich schon wieder vorbeifahre. Ah, seht ihr, habe ich den schon gemacht. So, da sind wir nämlich auch schon. Ja, es klingelt aber nicht. Ne, hier haben wir keinen Auftrag. So, das andere Telefon, wo er uns jetzt hinschicken will. Oder das müsste, wo ist denn das? Das müsste eigentlich hier unten irgendwo sein. Ja gut, dann fahren wir jetzt zu einem vorgegebenen Punkt. Müssen wir halt Kohle lassen. Die sind natürlich jetzt ein bisschen schlecht gelaunt hier auf uns. Mal schauen, ob wir da noch unbeschadeten Auftrag annehmen können. Na, kann man hier vielleicht irgendwas... Ne, kann man nicht. Na, fahren wir mal hin. Gucken, ob sie uns gleich alle eins auf die Mütze geben wollen. Ah, das Telefon. Ups. Naja, die wollen uns gleich alle eine kloppen. Versuchen wir mal unbeschadet zum Telefon zu kommen. Was läufst du mir auch vor die Karre, Mann? Passt du einfach auf. Ja, gut, versuchen wir einfach unser Glück. Schnell zum Telefon, bevor ich hier Leute umbringen muss. Ach, 1000 Kopfgeld nur. Okay, das steigert sich gar nicht. Das können wir machen, das ist kein Problem. Haben wir uns hier wieder einen guten Namen innerhalb der Gang erkauft. Dämonenjagd. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Tu etwas dagegen, soll das, glaube ich, heißen. Und zwar möglichst blutig. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? 10 Order-Anhänger. Ja, wo sind denn die Order-Anhänger? Warte mal, jetzt muss ich mal austesten. Sind das hier welche? Ne, das sind keine. Order, wo waren die? Das ist jetzt die Frage, wo die sind. Ich möchte meinen... Die Zeit ist jetzt auch angehalten. Ich möchte meinen, die sind hier. Wir fahren mal hin. Seid ihr Order-Mitglieder? Ja, hier sind wir richtig. Oh, keine Munition mehr. Den versuchen wir mal zu hacken. Oh, jetzt kurz sortieren, sammeln. Ich
Ja, verdammt. Hier gibt es aber auf jeden Fall irgendwo. Erstmal schnell mal Munition mitnehmen. Oh, haben sie mich erwischt. Ja, man muss erstmal wissen, wo man hin muss. Und dann kann man auf jeden Fall mehr machen. Jetzt haben wir aber natürlich unsere schönen Waffen alle verloren. Und deswegen quitte ich das Game auf jeden Fall. Und starte nochmal neu. Ja, schwieriger Auftrag, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin zuversichtlich. Da sieht man auch mal gleich, wie man es mal wieder nicht macht. Aber so ist das. So. Haben wir gleich mal gelernt. Okay, wir müssen uns jetzt ordentlich mit Waffen eindecken. Schön wäre ja auch mal so eine schusssichere Weste oder sowas, ja? Dann können wir hier nicht auch gleich noch Waffen kaufen. Am besten wäre ja noch vom gleichen Typ. So, erstmal futter ich die Pizza. So. Und nehme mir dafür noch ein Health-Kit mit. Schalt mal gleich um auf dieses Amnestie-Modul. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Ist nur eine beschissene Stelle, um wirklich so einen Gangkrieg anzufangen. Ah, Mucke wieder hier richtig am Abgehen. So, holen wir uns erstmal einen Auftrag bei den Reapern. Oder von den Reapern, besser gesagt. Ach, hier war doch der Eingang. Hau ab. Wollte ich sowieso nicht mit mir anlegen. Ich habe eine Minigun in der Hand. So, bezahlen wir das Kopfgeld. Nehmen den Auftrag an. Wie gerade eben zuvor auch schon mal. So, und dann geht's mal ab zurück. Willst du mich beklauen? Mach dich platt, ey. And today, as a special addition to the new issue of My Life in a Society, you can get a trial code to a new premium security service, RoboWatch. So, hier haben wir auf jeden Fall drei Mitglieder, die wir schon mal niedersäbeln können. So. Ich brauch mehr von euch. Wo seid ihr? Hier haben wir noch einen. Die blauen, mit den blauen Pfeilen, die muss ich umnieden. Sieht man ja. So, sechs haben wir noch. Ja, so ein Minigun macht sich nicht schlecht, ne? Ich werde aber erstmal noch die anderen platt machen. So, wir haben noch zwei. Zwei müssen wir noch. Wo rennen die alle hin, ey? So, den können wir noch platt machen. Verdammte Axt! Wir hätten es fast geschafft. Komm, einen Anlauf machen wir noch. Aber wie gesagt, ich verschwende hier nicht meine Waffen. Das hätten wir fast geschafft. Wir hätten nur noch einen gehabt, dann hätten wir unser Modul aktivieren müssen. Da seht ihr auch wirklich, dass das Spiel gar nicht so einfach ist. Ja, es sieht so easy aus. Mit dieser Vogelperspektive denkt man sich, ah, was ist denn das für ein easy Game? Nö, kann man mal sehen, dass es auch anders läuft. Ja, hier kann man auch gut mal sterben. Von daher ist es auch wichtig, regelmäßig im Game abzuspeichern. Man kann auch automatische Speichern aktivieren, nachdem man immer einen Auftrag geschafft hat. Das kann man auch in den Einstellungen machen. Ja, dann glaube ich, braucht man hier gar nicht mehr hinfahren. Aber das versuchen wir jetzt nochmal. Und ich denke mal, aller guten Dinge sind drei. Das packen wir. Soll ja auch nicht ganz so einfach sein. Wäre auch zu langweilig, oder? So, hier haben wir wieder den Aufgang. Gehen wir mal hoch. Es lief ja ganz gut. Die Polizei hat sich noch nicht eingemischt. Das war echt eigentlich ein ganz guter Run. Aber sollte jetzt nicht sein. So, Kopfgeld bezahlen. Bewegen wir uns mal. Wie steht die Karre jetzt nicht mehr da?
gut. Oh, was geht denn da? Da hatte wohl jemand Streit. Ups. In other news, as of this month, the ELA have also reported a record number of people. Ey, das gibt's doch nicht. Krasse Axt. Ey, wenn man da nicht aufpasst, Leute. Wie schwer ist das bitte? Ich guck mal kurz, ob ich mich irgendwie auf den Auftrag besser vorbereiten kann. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, nach 3 Schüssen da zu sterben. Ich guck jetzt einfach mal, ob ich irgendwo was finde, mit dem wir uns ein bisschen Amor oder so gönnen können. Mal schauen, ob es auf der Map da irgendwas gibt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was haben wir denn hier so? Ja, diese Kreuze sind, glaube ich, bloß Krankenhäuser, ne? Ja. Diese Pillen helfen uns auch nicht weiter. Ich glaube nicht unbedingt, dass es hier Amor gibt. Ja, müssen wir Augen zu und durch, ne? Nochmal die ganze Geschichte hier. Ja, könnt ihr mir auch mal beim Sterben zu gucken. Das ist ja auch gar nicht so oft, ne, der Fall. Wir starten immer so schön motiviert hier, ne? Langsam kennt man den Weg hier auch auswendig. Ups. So. Und nochmal hoch. Das kenne ich aber aus GTA damals auch noch. Ey, wie oft musste man manchmal ab und zu einen neuen Mission neu anfangen? Das ist halt einfach so. Das kennt man aus den alten GTA-Teilen, das kennt man aus den neuen GTA-Teilen. Mann, hau doch mal ab. Ich hab's eilig. 2 Minuten sind jetzt dafür auch echt knapp bemessen. Gut, das Gelände von denen ist in der Nähe. Ich versuche schon mal 2 mit dem Auto mitzunehmen. Deswegen fahre ich mal hier drüben lang. Wenn ich irgendwo einen blauen Pfeil sehe, fahre ich über den drüber. So, da haben wir auch noch 2. Wo sind sie? Da sind sie. Da ist auch noch einer. So, da haben wir schon mal 4. So, jetzt brauchen wir noch einen 6. So, jetzt haben wir 5. Jetzt fahre ich ins Hauptgelände rein. Da haben wir Nummer 6. Ja, läuft doch besser. Kommt mal her hier. So. Ich wollte da mal gleich mal ein Stück Pizza. Wir sind eigentlich auf. Nicht runter. So, jetzt nehmen wir auf jeden Fall ein Medikit. Läuft doch. 15, was soll ich denn jetzt? Plug-Mitglieder. In 3 Minuten. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo die Plugs sind, ne? Die sind nämlich ganz woanders. Wo waren denn die Plugs? Karte. Ich glaube, die waren hier oben. Da kommen wir doch jetzt nie im Leben mehr hin, da hätte ich mit dem Fahrzeug fahren müssen. Wir versuchen mal unser Glück. Aber ich brauche eine Karre. Das wird sonst nichts. Ja, schieß auf mich. Ja, Karre. So. Ich glaube, die Plugs waren aber hier drüben. Wir müssen da rüber irgendwie schnellstmöglich. So long ago, you could cheat on your wife and she'd still be called a hoe. Sunday came along. Hier, glaube ich, sind die Plugs. Cause your sins will be forgotten, just like your wife in the lurch. Jetzt brauchen wir nur noch Gangmitglieder, die wir erwischen können.
Ne, hier sind sie. Hier ist alles grün. Wie soll ich denn derzeit 14 killen, Alter? Das ist doch fast unmöglich. Warum läuft er nicht? Boah, ich bin gleich richtig tot. Boah, lauf doch mal. Verdammt. Ey, das ist mal ein Auftrag, ey. Oh, jetzt werden mir aber wenigstens mal alle Ziele angezeigt. Da bleiben wir auch. Ich habe die Munition von der Minigun eh fast verschossen. Weil ich will nämlich die anderen Aufträge machen. Das ist mir jetzt gerade, weil ich habe zu wenig Ahnung vom Game, da bin ich ganz ehrlich. Und da muss man auch erstmal gucken, dass man vielleicht auch mal was anderes macht. Aber da sieht er gleich mal, wie heftig das werden kann, ne? So. Ich wollte zu den Grünen. Und die Karre wäre ganz schön. Ja, das ist ein Polizeiauto, ist ein bisschen schlecht. Ach, mal gerade, wenn man auf der falschen Seite läuft. Ja, schon wieder ein Polizeiauto. Die sind auch wirklich verdammt viel unterwegs, hier Polizisten. Jetzt brauche ich aber echt mal eine Karre hier. Wo müssen wir denn da langlaufen? Jo. Erstmal richtig schön verreckt in dieser Folge. Ja, sterben gehört zum Beruf, ne? Wenn man so ein Kleinkrimineller hier ist. Ich muss da runter, Mann. Gib mir mal ein Auto. Ja, nein. Oh, egal, für welche Seite man entscheidet. Falsch. So, Karre ja. Danke. So, und schön von der Brücke gejumpt. Oh, geht doch ganz schön ab. Muss man sagen. Handling ist gut. So, dann müssen wir wieder auf der anderen Seite. Irgendwo hier war das Telefon. Ich möchte meinen hier, ja. Lass mich noch alle in Ruhe? Sehr schön. Sei mein Freund. Boah, 15.000, Alter. Hallo Robin, heute ist ein besonderer Tag. An meiner Türschwelle steht eine Box. Hol sie ab, dann erzähle ich dir mehr. Ich bin so aufgeregt. Ja, erstmal bräuchte ich Waffen. Waffen wären erstmal richtig, richtig gut. Dann bräuchte ich noch ein bisschen Leben. Also eine Health Kits oder so. Kaufe ich mir jetzt erstmal ein hier. So, jetzt brauchen wir ein paar Waffen. Gibt es hier irgendwo schöne Waffen? Ohne Waffen wird das nichts. Da gibt es bloß blöde Waffen. Sind das hier unten Paintball oder was? Hier gibt es nur Pistolen. Ich gehe mal darüber. Da muss ich eh hin. Fahren wir einmal nochmal rum, die Kurve. Ah, okay. Hätte man da einen Jump machen können? Ja, guck mal, da oben ist eine Jumpstrecke. Haust du ab hier. So, wir müssen eh da lang. So. Happy Land, was gibt's denn hier? Oh nice, genau sowas habe ich gesucht. Kurzzeitige Immunität gegenüber allen Schadensarten, außer durch Fahrzeuge. Ja, ne, das ist doch richtig nice. Sowas hätte man für die Mission davor gebrauchen können. Werde ich mir aber auf jeden Fall merken, um die nächste Mission besser abschließen zu können. Mann, hau doch mal ab. Ich muss irgendwo... Kommt man hier lang? Nee. Kommt man hier nicht irgendwo rüber? Und jump. Aber erstmal das Waffenkaufen angesagt. Mann, hau doch mal ab hier. Wow,
Oh nein, ey. Sein eigenes Auto. So, erstmal ein bisschen eingekauft. Sieht ganz gut aus. Suche die Katze. Wo ist es denn am nächsten hin? Da oben. Erstmal die 150 Meter fahren wir ab. Kommt man hier irgendwo lang? Wo ist denn das? Müssen wir mal auf der Map gucken. Wie komme ich denn da rüber? Das ist mir jetzt auch mal ein dezentes Rätsel. Wir fahren einfach mal hier die Straße runter bis hier und dann glaube ich ist hier ein Übergang. Oh toll, jetzt war die Brücke, da kann ich gar nicht abbiegen. Müssen noch Umwege fahren. Ups. Ey, Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Das wird da der eine oder andere Spieler von euch auch merken. Aber ich denke, was bloß eine Sache des Handlings. Vielleicht macht sich das über Controller einfach aber auch besser. So, hier sollte jetzt irgendwo mal... Können wir jumpen oder was? Rüberjumpen. So, warte, probier jetzt. Nein, ich hab jetzt so viel Geld ausgeben. Nee, lassen wir. Da ist er, der Übergang. Den habe ich gemeint. Jetzt müssen wir nach oben, oder was? Ja. Wo die sich hier alle verstecken. Das sind mal so richtig die selbstgezimmerten Docks hier, ne? So. Wo ist denn der? Jetzt wird mir kein... Achso, hier ist kein... Achso, jetzt muss man einfach nur Standorte abklappern. Verstehe. Wo ist denn der nächste? Da drüben. So, jetzt müssen wir hier rum. Komplett. Ach, ich könnte mal eine neue Karre gebrauchen, bevor mir die um die Ohren fliegt. Ja, ihr müsst schon aufpassen, dass wir nicht hier... Ich will auch nicht so viele Gangmitglieder umfahren. Oh, ich steige einfach aus und laufe. Das denke ich mal jetzt besser in dem Fall. Die Reflux Dogs. Warum sollen wir jetzt eigentlich eine Katze finden? Das ist mir so ein Rätsel. Okay, hier ist auch keine Katze. Mann, wimmelt das hier von denen. Ey, hier hätte man hinfahren müssen, um die alle umzusäbeln. Aus dem ersten Auftrag. Ja, wären genug gewesen, hätte man ruckzuck gemacht, ne? Kann man sich vielleicht mal merken, wenn man die nächste Mission nochmal anfängt. Hatte ich nicht irgendwo mal... Ah, schon wieder die Karre weggeportet. Also hier ist auch niemand. Na gut, jetzt wäre erstmal wieder eine Karre schön. Ah, Polizeiauto! Was? Nicht euer Ernie. Ich konnte jetzt einmal ein Polizeiauto klauen, ich glaub's ja auch. Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt so nicht vermutet. Okay, jetzt fahren wir mal hoch und dann müssen wir da in City.
weiß auf jeden Fall schon ungefähr, wo es sein soll. So, hier wird angezeigt, 34 Meter. Ich lasse die Karre jetzt nicht stehen, sonst ist sie wieder weg. Okay, hier haben wir auch niemanden. Ja, es passiert, Entschuldigung. Hab dich nicht umgefahren, also von daher lebt noch. Okay, da kommen wir auch wieder nicht rüber. Wo müssen wir da lang? Warum stehen denn so viele Autos auf einmal hier auf der Straße? Ach, das ist wieder hier mit total... Da müssen wir irgendwie rüber. Oder einen riesen Umweg fahren, aber dann könnte ich auch erstmal woanders hinfahren. Na, wir fahren hier mal wieder raus. Und dann fahren wir erstmal da oben hin. Überall Karre, ey. Was ist denn hier los, ey? So richtig gesetzloses Viertel, ne? Tja, hier ist auch wieder keine Katz. Doch, schnell. Super. Nein, nein. Steigt auf seinem Fahrzeug aus. Das hätte man ein bisschen ändern müssen. Kehre mit der Katze zum Zielort zurück. Bin hier auch voll der Katzenchauffeurer. Das kann aber nicht alles gewesen sein. Für 15.000 hier eine Katze hin und her zu fahren, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Okay, müssen wir immer die Hauptstraße nehmen. Ja gut, dass wir ein Polizeiauto haben, ne? Das ist relativ schnell. Doch nochmal gucken. Da können wir auch gleich hier durchfahren, okay. Was? Ich habe echt eine Katze zu suchen und zu finden und zurückzubringen, 15.000 Credits bekommen. Ich glaub's auch, Alter. Ich glaub's auch. Naja, gut, passiert, ne? So, ich fahre jetzt erstmal zurück zum Versteck auf jeden Fall. So, dann können wir auch wieder die Hauptstraße nehmen. Und die Hauptstraße runter, alles klar. So, wir müssen schon eigentlich nach Nähe sein. Ja, und jetzt nochmal kurz hier rechts rum. So, schön Polizeiauto erstmal gecatcht.
Jetzt gehen wir hier abspeichern. So, dann soll es das erstmal gewesen sein für die Folge. Natürlich sind wir heute hier ein bisschen länger, weil ich am Anfang doch deutlich verkackt habe. Aber gut, man lernt mit jedem Schritt weiter, ne? Und hier haben wir auf jeden Fall gelernt, dass wir für die andere Mission, wo ich jetzt gerade viermal abgenippelt bin, auf jeden Fall hier so ein Modul brauchen, in dem wir einfach uns ein bisschen Armor geben können, ne? Und dann sollte das beim nächsten Mal auch klappen. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.